Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Michi ist gar nicht motiviert, weil es richtig kalt und matschig und wir sind heute an der Halde Haniel unterwegs. Muss ja mal auch mal, ich glaube, ich war ein oder zweimal nur dieses Jahr da. Das heißt, da muss man mal einen Besuch abstatten und der George will eigentlich noch kommen, aber der ist irgendwie verspätet. Bin mal gespannt, ob der noch kommt heute. Ja, wir packen jetzt gleich die Räder hier aus und dann tun wir uns Uphill an. Schon wieder. Ich bin nämlich wieder mit dem Talk da. Ja. Haben wir alles? Willst du den Rucksack mitnehmen? Ja, nach wirklich fast einem Jahr war ich dann mal wieder auf der Halde unterwegs. Und das wieder bei Traumwetter. Richtig matschig, richtig schlammig. Und wer öfter mal auf Halden unterwegs ist, weiß, dass der Haldenschlamm gar nicht mal so leicht von den Bikes wieder runtergeht. Und damit ich mir in Zukunft auch genügend Reinigungsmittel leisten kann, gibt es ja hin und wieder hier Werbung. Und ich habe mir da was überlegt, dass ihr das leichter skippen könnt, falls ihr es überspringen wollt. Und zwar so ein Ladebalken. Also gibt es eine ganz, ganz kurze Werbung. Danke an den Sponsor des heutigen Videos, Athletic Greens, AG1. Von den 75 Inhaltsstoffen wie Vitamine, Mineralstoffe und so weiter ist besonders Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C super, um das Immunsystem zu unterstützen. Und deswegen bin ich super happy, jetzt einen neuen Vorrat zu haben, mit dem ich easy über den Winter komme. Athletic Greens ist im Abo-Modell erhältlich. Es wird sozusagen monatlich zu euch nach Hause geliefert. Den Lieferrhythmus kann man selbst bestimmen und anpassen und das Abo kann auch jederzeit pausiert oder gestoppt werden. AG1 ist mein Vitaminkicker morgen. Es enthält viele Nährstoffe, die uns Kraft von innen geben und das finde ich eine super Sache. Wenn auch du Bock hast, das Ganze mal zu testen und es gibt sogar eine Geld-Zurück-Garantie, dann nutzt doch den Link in der Videobeschreibung und dann bekommst du noch ein Travel-Pack und obendrauf sogar ein Jahresvorrat Vitamin D3 plus K2. Das heißt, wenn du Bock hast, das Ganze mal zu testen, nur zu, check den Link in der Videobeschreibung. Ja, ja, es stimmt schon. Ja. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es hier auf der Halde noch einige Missionen für mich. Unter anderem diese Sharkfin, die ich eigentlich dachte, ja, die kann ich bei auch solch einem Wetter ganz gut springen. Und das ist allerdings so ein Gegner gewesen von mir die letzten Jahre hier, an der ich immer ja, irgendwie vorbeigefahren bin. Und heute war es dann soweit, dass ich mich diesem ja, Endgegner hier gestellt habe. In die Rinne gefahren, ne? Du wolltest nicht in die Rinne. Und ich bin dir dann hinterher, ich kam auch nicht mehr. Nicht mehr. Okay, ja gut. Ich fahre auch unten lang. Gemütlicher Daniel. Schauen wir uns das an, ne? Nach dem Stück Road Gap halte ich nochmal an. Weil da an dem Stück, wo sie auf die verschiedenen Lines geht. Ja, aber auch nicht ganz links, meine ich. Aber wir gucken. Komplett neu hier.
Okay, ist auch neu. Ja, ist wirklich. Aber vielleicht gucke ich mir doch erstmal an. Ja, wir rollen mal das Stück hier langsam runter. Das ist ja irgendwie mein Endgegner hier, ne? Finde ich schlimmer als die Weiten. Der ist auch nicht einfach. Guck mal, wie weit die Landung ist. Auf keinen Fall. Guck mal, wie weit die Landung ist. Guck mal, wie weit die Landung ist. Oh, die Kicker da. Aber ich drücke mich schon so lange vor dem Ding. Ich finde es auch krass, rutschig. Ja, nichts gegen die Jungs da unten, weißt du? Die fahren den ganzen Tag nur Dateis, aber wahrscheinlich sieht es so aus. Aber ich fahre jetzt mal rechts lang, um mal zu gucken, wie viel Speed man für die Sharkfin kriegt. Weil ich glaube, wenn man die gerade anfährt, ist besser. Ja, bei mir tränen sofort die Augen, ich sehe gar nichts ohne Brille. Gestern ohne Brille gefahren, das war direkt Katastrophe. Das ist kein Quatsch, der Rest ist mir eigentlich egal. Okay. Wir fahren ja links, ne? Wir fahren links, ja. Leute, eine schöne vorletzte Abfahrt. Ja. Vorletzte? Ja, immer vorletzte. Der letzten passiert sonst was. Ja. Ach so, vorletzte. Und dann ist dann die letzte, ne? Die letzte machen wir danach. Ja. Wir müssen ja nochmal hoch. Nee, aber zum Auto. Okay, alle bereit? Ja, ich bin bereit. Alle bereit. Ah, da ist auch immer geschaltet. Hier, das Schaltwerk. Oh, da haben wir schon fast die Kurve nicht bekommen. Okay. Oh, neuer Double. Auch schön. Mal gucken, dann bleiben. Das ist immer schön, so Sachen blind zu fahren, wenn man schon ewig nicht mehr da war. Ach, das ist das Steinfeld. Das lassen wir aus. Ach, da ist auch ein Weg. Ah, das ist die Strecke eigentlich, ne? Oh Gott.
Eine Hubbel. Schöne Runde, Leute. Schön, 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 schön. Ja, ne? Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir nach da oder nach da müssen. Hä? Oh nein. Schöne Runde. So, hier den WhatsApp. Ja, aber ist tatsächlich so, ne? Also die Strecke war schon jetzt wirklich schön. Vor allem bei dem Wetter halt, ne? Wow, wirklich kraftvoll. Also ich meine, gut, im Bikepark bin ich ein paar Sachen hinterhergekommen und so, das kann ich sagen. Da ist WhatsApp. Hier nicht. Ich finde das auch schwerer als die Downhill-Strecke. In welche Downhill-Strecke? Sind wir noch im Winterberg? Ich finde die schwerer als Winterberg, die Downhill. Ja. Wisst ihr, warum das schwerer ist? Ich bin mit euch mitgefahren, das ging ja noch. Das hier ist krasser. Die ist schwerer, weil du nichts umfahren kannst. Das ist schwerer, weil ich du nichts umfahren sagen, kannst. Ich muss wirklich sagen, auch wenn es saukalt war und saumatschig, hat sich der Tag extrem gelohnt. Nicht nur, dass man auch mal wieder mit dem George unterwegs war, den man halt auch ja nicht alle Tage sieht und irgendwie ja durchs Fahrradfahren jetzt kennengelernt hat und echt ein cooler Typ ist. Mega cool, was man einfach alles für Leute kennenlernt durch das ganze Mountainbiken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, Leute, denn auch in der Offseason gibt es weiterhin mindestens 2 neue Videos jede Woche und natürlich auf dem Daily Dyer-Kanal noch mehr Videos. Also, bis dahin, ciao, ciao.